Es ist nicht so, dass Gemüse nur verpackt angeboten oder nur verpackt verkauft wird. Hier sieht man zum Beispiel den Paprika, der eben auch lose verkauft wird oder auch zum größten Teil lose verkauft wird. Oder auch die Aubergine, die auch lose vermarktet wird. Warum ist das so? Man hat natürlich auch Vorgaben von Free Supermärkte, aber für den Verbraucher ist es auch ein großer Vorteil, da eben einfach die Gemüsearten länger frisch bleiben. Und auch von den vielen Verbrauchern nicht jede Gurke dreimal angefasst, rumdreht und angeschaut wird. Somit auch wesentlich hygienischer für den Verbraucher ist.